Verbotene Doppelbesteuerung. Wie muss ich mich verhalten, wenn der Bundesfinanzhof eine gerichtliche Entscheidung trifft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs über die beiden bei ihm anhängigen Revisionsverfahren steht bald an. Was passiert denn, wenn der BFH entscheidet? Und da gibt es ja im Grunde genommen nur zwei Szenarien. Erstens, der Bundesfinanzhof gibt den Klägern recht. Es liegt also aus seiner Sicht, aus Sicht des Bundesfinanzhofs, verbotene Doppelbesteuerung vor. In diesem Fall, davon ist auszugehen, und das sagen auch alle Experten, wird der Bundesfinanzhof das Verfahren generell aussetzen und den gesamten Vorgang an das Bundesverfassungsgericht verweisen. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht wird entscheiden und prüfen, ob die Rechtsauffassung des Bundesfinanzhofs zum Thema Doppelbesteuerung rechtlich haltbar ist. Und das dauert Jahre. Richten Sie sich bitte darauf ein. Oder aber, zweites Szenario, die Kläger verlieren vor dem Bundesfinanzhof. Dann wird entweder der eine oder der andere von diesen Klägern Verfassungsbeschwerde einlegen. Das hat ja auch schon der Bund der Steuerzahler zum Beispiel, der so ein Verfahren führt, bekannt gegeben. Dieser Vorgang, also die Verfassungsbeschwerde, die dann ein Kläger einreicht beim Bundesverfassungsgericht, wird dann auch wieder über Jahre hinweg gehen. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht wird nicht sofort entscheiden, sondern das dauert wirklich sehr lange. Ja, und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie sollen Sie sich denn eigentlich verhalten, wenn der BFH entscheidet? Ich kann nur sagen, im Grunde genommen können Sie sich wirklich entspannt in Ihren Sessel zurücklehnen und abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Auch hier gibt es wiederum zwei Gruppen für Steuerpflichtige, wo man einen Unterschied machen muss. Erstens, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die noch keine gesetzliche Rente erhalten, können gegen ihren eigenen Steuerbescheid wegen Doppelbesteuerung noch gar keinen Einspruch einlegen. Sie kriegen ja noch gar keine Rente. Also sie sind von dem Verfahren hier unmittelbar noch gar nicht betroffen. Aber ich kann nur sagen, für diese Leute dringend, alle Steuerbescheide und alles, was Sie an Rentenbescheiden bekommen, Feststellungsbescheiden, Kontenklärungsbescheiden, alles in einen extra Ordner legen und einfach abheften. Denn Sie brauchen vor dem Finanzamt oder später mal in einem weiteren gerichtlichen Verfahren Nachweise. Und da sind die Steuerbescheide, die Sie als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin bekommen, extrem wichtig. Einkommensteuerbescheide. Die zweite Gruppe, das sind die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die eine Steuererklärung abgeben und einen Einkommensteuerbescheid erhalten haben und auch in der Tat Einkommensteuer bezahlen müssen. Denen rate ich dringend, gegen den Einkommensteuerbescheid 2020 Einspruch einlegen und Antrag auf das Ruhen des Verfahrens beim Finanzamt stellen. Im Internet finden Sie ohne Probleme entsprechende Antragsmuster. Mit dem Einspruch gegen den Steuerbescheid erhalten Sie sich auf jeden Fall eine Chance für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht die Rechtsprechung des BFHs im günstigsten Fall bestätigt, dass Sie dann eine ordentliche Steuerrückzahlung erhalten und somit auch wirklich Geld in Ihr Portemonnaie bekommen. Im Zweifel, wenn Sie da noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.